Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 7 Minuten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir sind wieder auf Tour durch das Burgenland und heute in der drittgrößten Stadt des Burgenlandes angekommen. Und im Gespräch begrüße ich die Mattersburger Bürgermeisterin Ingrid Salamon. Schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Ja, ich darf Sie begrüßen bei uns in Mattersburg in der Bauermühle, wo ja Willi der Wulkerfrosch seine Heimat hat. Wir lieben Mattersburg. Ganz schön sehen wir das im Hintergrund. Ich nehme an, Sie lieben auch Mattersburg sehr. Und Sie sagen auch, Mattersburg ist lebenswert. Was macht denn die Stadt für Sie so lebenswert? Also ich glaube, dass wir in Mattersburg eine Wohlfühlstadt haben, in der es lebenswert ist, hier zu wohnen. Und wir haben wirklich vom Kleinkind bis zur Familie, bis zur älteren Generation von der Infrastruktur sehr viel gemacht. Es ist uns wirklich ein Anliegen, dass sich Familien bei uns sehr wohlfühlen. Ob es die Kinderbetreuung ist, ob es so ist, dass ich einen Hausplatz, eine Wohnung suche. Dann ist wichtig natürlich die Bildung, die Ausbildung für Kinder. Wir haben sehr viele Schulen in Mattersburg und viele Schüler, 2100 Schüler. Wir haben aber natürlich auch sehr viele Arbeitsplätze, was für Familien und für alle wichtig ist, dass ich Arbeit habe, um hier ein schönes Leben zu gestalten. Und wenn man dann ins Alter kommt, dann ist es so, dass wir sehr viel für unsere Pensionisten haben. Und wenn es wirklich so ist, dass ich nicht mehr zu Hause leben kann, dann gibt es auch Möglichkeiten bei uns, Wohnungen für ältere Personen oder in der Villa Martini seinen Lebensabend zu verbringen. Wohlfühlen werden sich wahrscheinlich auch Fußballfans, zumindest im Mattersburger Stadion. Ist ja das größte Stadion des Burgenlandes. Da kommt schon eine ordentliche Stimmung zusammen. Und überhaupt ist ja Mattersburg eigentlich eine Sportstadt, könnte man sagen. Ja, wir behaupten, wir sind die Sportstadt des Burgenlandes, weil wir sehr stolz sind auf unsere Sportvereine. Sie haben es schon gesagt, vor allem auf die Fußballer, die ja in der Bundesliga spielen. Und wir ein sehr schönes Stadion haben, das sehr gepflegt ist und auch immer mit guter Stimmung, wo auch die Familien gerne auf den Fußballplatz kommen. Aber man muss es schon ausdehnen, wir haben auch sehr viele Sportvereine und sehr viele Vereine, die sehr erfolgreich sind. Ob es jetzt die Basketballer sind, die hier sehr erfolgreich sind, ob es die Turnvereine, die wir haben, die sehr gute Ergebnisse jährlich feiern. Also wir sind wirklich stolz auf unsere Vereine. Und ich muss sagen, die Stadt Mattersburg hat auch eine Förderung für Spitzen- und Jugendsport. Und wir haben immer die Athleten, die dann ausgezeichnet werden. Und es sind sehr viele Athleten, die dann von der Stadt Mattersburg ein kleines Dankeschön bekommen. Und für den Jugend- und Spitzensport natürlich auch für die Vereinskasse etwas kriegen. Und wir schauen auch, dass unsere Sportplätze, dass unsere Trainingsplätze, die die Vereine brauchen, dass wir die immer auf Vordermann halten. Jetzt ist Sport natürlich schon mal für junge Menschen, für Kinder, für Jugendliche ein ganz wichtiger Punkt. Wie sieht es denn allerdings auch mit der schulischen Bildung aus? Also welche Möglichkeiten haben Kinder und Jugendliche hier? Also es ist so, dass wir, wie gesagt, eine Schulstadt sind. Wir haben 2000 Schüler hier bei uns. Es ist von den Pflichtschulen, Volksschule, Mittelschule, Gymnasium, Hack, Hasch, Polytechnischer Lehrgang, die Stadt Mattersburg hat eine eigene Berufsschule. Also das sind Dinge, dass wir auch sehr viel anbieten können im schulischen Bereich. Da ist es natürlich so, dass alle Schuldirektoren wirklich eine enge Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Mattersburg haben, wo wir immer Projekte auch gemeinsam gestalten. Es ist wirklich so, dass auch im Pflichtschulbereich natürlich auch dann für Nachmittagsbetreuung in den Schulen gesorgt ist, die qualitativ hochwertig ist, die auch den Sommer über für die Volksschule Mattersburg angeboten wird. Und da ist es so, dass es Action gibt in den Ferien. Es gibt nichts mit Schultasche und Schreiben, sondern die Kinder lernen andere Länder kennen. Sie machen Ausflüge, sie gehen baden, sie versuchen natürlich auch unsere Sportstadt zu leben. Und ich glaube, auch das ist etwas ganz Tolles. Wie ist denn das, wenn diese jungen Menschen jetzt nach der Schule, bleiben die denn auch in Mattersburg? Also haben die Zukunftsaussichten in Sachen Arbeitsplätze? Naja, die Stadt Mattersburg hat 400 Betriebe, 4000 Arbeitsplätze. Das ist für so eine Kleinstadt, wenn man das will, schon sehr viel. Es wird uns aber sicher nicht gelingen, dass alle, die ihr Studium beendet haben, die ihre Schule fertig haben, dass sie bei uns einen Arbeitsplatz finden. Die Chance ist natürlich relativ groß mit 4000 Arbeitsplätzen. Und es ist natürlich auch gesorgt für diejenigen, die in die Großstadt Wien pendeln, um hier
ganz einfach berufstätig zu sein, dass wir einen neuen Bahnhof haben, den wir gemeinsam mit dem Land Burgenland und der Stadt Mattersburg hier wirklich auf das Modernste und der ÖBB auf das Modernste gestaltet haben, damit man dieses Pendeln so bequem wie möglich macht. Wir haben Direktzüge, die von Mattersburg nach Wien fahren. Und auch dafür ist natürlich gesorgt. Mattersburg wächst auch. Also als wir durchgefahren sind, man sieht, da tut sich was, Baustelle hier, Baustelle dort. Was wird denn gebaut und für wen? Ja, es ist ja so, dass es natürlich bei uns im Wohnbau einiges tut. Es werden Wohnungen gebaut, es werden Reihenhäuser gebaut. Wir haben aber auch die Möglichkeit, dass man direkt über die Stadt Mattersburg Bauplätze für Einfamilienhäuser kaufen kann. Das ist uns sehr wichtig, dass sich die jungen Leute aussuchen können, wie sie ihr Leben gestalten wollen in einer Mietwohnung. Oder natürlich mit Eigenheim, und das ist auch, glaube ich, sehr gut, dass wir das anbieten. Und dann haben wir natürlich Betriebsansiedelungen. Wenn man jetzt nach Mattersburg hereinfährt von der Schnellstraße, dann haben wir eine riesen Baustelle, wo ein großer Betrieb von Mattersburg hier hinbaut und investiert. Auch das ist wichtig natürlich. Und dann ist es natürlich wichtig, dass auch die Innenstadt bei uns sehr belebt ist und wird. Es ist so, dass seit Jänner 6 neue Geschäfte in Mattersburg aufgemacht haben. Das zeigt auch, dass die Innenstadt für die Klein- und Mittelbetriebe sehr wichtig ist und für unsere Stadtgemeinde Mattersburg natürlich auch. Weil wenn man jetzt sagt, wir sind eine lieben, lebenswerte Stadt, dann ist auch eine Innenstadt wichtig, wo man einkaufen gehen kann mit Fachgeschäften und natürlich auch, wo man etwas genießen kann. Wir dürfen es uns ja gleich schon gut gehen lassen, Frau Bürgermeisterin. Ich weiß aber, im August dürfen sich vor allem die Einwohner und natürlich die Gäste, die herkommen nach Mattersburg, gut gehen lassen. Es gibt Kultur zu genießen. Es gibt Kultur zu genießen, das ganze Jahr, aber im Sommer ganz besonders mit Bella Italien, das wir schon gehabt haben. Aber wir haben im August die ersten drei Freitage, den Musiksommer, wo wir für Speise und Getränke gesorgt haben. Und es ist natürlich immer schön, wenn sehr viele Gäste zu uns nach Mattersburg kommen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Bürgermeisterin Ingrid Salamon. Und Ihnen natürlich herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bei 7 Minuten. Und ich würde vorschlagen, wir lassen es uns jetzt gut gehen. Jawohl, das tun wir. Und Wiederschauen.